Vielen Dank für das Einrichten der Panels. Sind wir richtig angeschrieben? So. Ja. Sehr gut. Also ich habe einige kleine Fragen vorbereitet, aber wir werden dann gleich auch die Runde öffnen, sodass Sie selber dann auch mitdiskutieren können. Das Bild ist leider weg. Willst du mal, ob wir das Bild wieder hinkriegen? Wie gesagt, Anna-Carolina Müller haben wir gehört, Gerhard Andre auch. Eigentlich nicht vorzustellen brauche ich Marc Steiner. Er ist nämlich seit der ersten Beschaffungskonferenz seit 11 Jahren dabei, aktiver Beitragender in jeder Hinsicht, Bundesverwaltungsrichter im Hauptamt und im Nebenamt Senior Practitioner bei unserem Institut Public Sector Transformation der Berner Fachhochschule. Das ist das Panel von heute Morgen. Jetzt haben wir eben zwei so, ich sage es mal, unterschiedliche Welten gehört. Einerseits die IT-Welt, die Digitalisierungskomplexität, die da passiert, und andererseits das öffentliche Beschaffungswesen international. Eine Frage vielleicht an dich, Marc, du hast heute noch nicht geredet. Wie schätzt du es ein, jetzt so als Vermittler zwischen diesen Welten? Wie denkst du, wo steht die Schweiz? Jetzt einerseits bezüglich Beschaffungsvergabewesen, welche Reformen stehen da an? Oder was haben wir schon geschafft, was steht eben noch an? Und dann das Thema IT beschäftigt dich auch, also teile uns doch deine Gedanken mit. Gottes Willen, da müsste ich eine halbe Stunde reden. Das erspare ich Ihnen aber ganz versprochen. Fangen wir an mit dem Referat von Anne-Caroline Müller. Wenn Sie mit seinem Vortrag nicht zufrieden waren, beklagen Sie sich bei Matthias Stürmer. Er hat ihn eingeladen. Und wenn Sie mit Anne-Caroline Müller nicht zufrieden waren, beklagen Sie sich bei mir. Ich habe dafür gesorgt, dass sie heute da ist. Die Pointe des Votums von Anne-Caroline Müller ist die, dass die WTO, dort wo nicht alle mit am Tisch sitzen, sondern nur die, die wirklich wollen, das sind die sogenannten plurilateralen Verträge, da kann man die Dinge wirklich entwickeln. Und das Vergaberecht ist ein absolutes Paradebeispiel für diese Avantgarde-Dinge, die da entstanden sind und leider im NZZ-Narrativ nicht jeden Tag auftauchen. WTO-intern ist das Government Procurement Agreement ein sogenanntes Unicorn-Thing. Ich zitiere Nicholas J. Nickley, den ehemaligen Chairman, weil die der Entwicklung im Rest der WTO eigentlich Jahre voraus sind. Oder? Und das ist ja das Charmante an diesen ganzen Geschichten, die Anne-Caroline Müller und jetzt heute erzählt, dass es sich darum auch leicht erklärt, warum die Schweizer Vergaberechtsreform dann ein echter Paradigmenwechsel geworden ist. Also wenn jetzt die Digitalisierung den Paradigmenwechsel für sich beansprucht, ist natürlich nicht ganz richtig, sondern Vergabekulturwandel und Paradigmenwechsel sind Keywords, die für die Vergaberechtsreform reserviert sind, natürlich. Nein, aber Scherz beiseite, wenn ich diese beiden Dinge zusammendenke, dann sehen wir doch, dass die Governance-Themen der Digitalisierung und die Governance- und Sustainability-Issues des beschaffungsrechtlichen Rahmens absolut zielkongruent sind. Und das ist das Schöne. Also wenn wir das Big Picture sehen, denke ich, dass die Dinge vektorgeometrisch recht stark in die gleiche Richtung laufen. Und das erfüllt mich natürlich mit Enthusiasmus. Okay, positives Feedback von Marc Steiner. André, du hast im Vorgespräch gesagt, du bist eigentlich gar nicht happy mit diesem Beschaffungsrecht. Das ist viel zu kompliziert und überhaupt viel zu starr, auch gerade für IT-Beschaffung. Das müsste viel agiler sein. Teil uns doch auch da deine Gedanken. Das ist natürlich ein steiler Einstieg. Das habe ich tatsächlich ungefähr so gesagt. Jetzt muss ich einfach meine zwei Hüte mal schnell separieren. Oder? Ich meine, Marc Steiner, du hast es gesagt, wir haben eigentlich von der gesetzlichen Grundlage, was der Zweck des neuen Rechts will. Ich meine, das ist toll, das ist eine Steilvorlage, um volkswirtschaftlich, wirtschaftlich, ökologisch und sozial, die vier Begriffe kommen, glaube ich, vor im Zweckartikel, das optimalste Ergebnis beschaffen soll. Also da die Vorzeichen stimmen. Jetzt als betroffener KMUler, wo man dann eben diesem
ab und dann doch Wulst an Dokumenten und strukturierten Daten und Excel-Sheets und was weiß ich was alles, dem dann gegenübersteht, das ist dann diese Ernüchterung der Vergabepraxis der Alltäglichen, die dann einfach einem einholt. Und ich glaube, das ist auf beiden Seiten, also die vergeben, aber eben auch die beschaffen, doch irgendwo einfach ein Fakt, dass es eine relativ schwerfällige Angelegenheit ist, einfach rein administrativ. Und von daher eben so ein bisschen auch mein Referat. Ich meine, oder wenn der Leib Brot groß und proprietär ist, oder dann zwingt sich so etwas auf. Wenn es aber ein kleines Brötchen ist, das Open Source ist, das per Definition kein Vendor-Lock-in geben kann, nehmen wir mal Open Source, das genug verbreitet ist, dann könnte sich diese Situation vielleicht etwas entspannen, auch bürokratisch, wenn das etwas kleiner, auch unterschwellig sein kann. Also natürlich, man kann unterschwellig auch Anbieterabhängigkeit produzieren, aber wenn es eben mit Tools und Lizenzen gemacht wird, wo das irgendwie alles ein bisschen entspannter werden könnte, da hätte ich nichts dagegen und würde vielleicht auch eben die ganze Infrastruktur besser machen. Also sprichst du die modulare Architektur an, eben mit APIs und Schnittstellen. Ja. Wie ist das möglich? Also gibt es da Bestrebungen, auch eben so kleingranular, eben das widerspricht ja eigentlich dem Grundinteresse, eben große Projekte GPA-mäßig auszuschreiben, oder nicht? Gute Frage. Ich würde sagen, es gibt natürlich immer ein Spannungsfeld, aber es gibt nicht unbedingt einen Widerspruch. Und ich denke, wie gesagt, der Appell ist wirklich, die Digitalisierung zu nutzen, um die Vergabepraxis zu reformieren. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass wir unsere Rechtsgrundlagen aus dem Fenster schmeißen und plötzlich wieder Wildwestvergabe machen, sondern dass wir gucken, wie wir unsere Rechtsgrundlagen in eine schicke App umwandeln können, wie wir durch strukturierte, offenen Datenaustausch zwischen Vergabeplattformen Wettbewerb schaffen können zum Beispiel und wie wir also in der Praxis die ganze Sache leichter machen können. Ich bin heute Morgen mit dem Zug gefahren. Vor 40 Jahren ist man an den Bahnschalter gegangen, hat irgendwelche Stempel gekriegt auf ein Zugticket. Jetzt sitzt man sich mit dem Handy in den Zug, swipet einmal nach rechts und fährt los. Das ist Digitalisierung. Wieso machen wir das nicht auch im Bereich Vergabe? Und da, wie gesagt, das GPA ist also nicht dazu da, um den Ländern eine Ready-Made-Solution hinzustellen, sondern um den Denkprozess anzuregen, um Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Und da mein Aufruf, wenn man nach guten Beispielen guckt, nicht nur in die USA zu gucken oder in die EU, wo vielleicht noch viel mehr Vergabedaten sind und die Systeme noch viel größer sind, wieso soll die Schweiz sowas machen? Nein, es gibt manchmal Entwicklungsländer, die im Bereich Frugal Innovation ganz vorne sind und also sehr nimble, sehr kleine Lösungen bereitstellen, die aber sehr interessante Charakteristiken haben. Sehr spannend. Ja, vielleicht können wir da was lernen. Super. Das war, glaube ich, ein erster Einstieg. Jetzt möchte ich gerne das Wort Ihnen geben, liebe Teilnehmende, und die Möglichkeit bieten, also ich hätte noch viele Fragen, aber mal Ihre Fragen ist als nächstes anzunehmen. Wer hätte eine Frage, einen Kommentar vielleicht auch an die WTO, an die Politik? An das Gericht, an die Vergabe, das Vergaberecht. Und Fragen haben wir wahrscheinlich viele, aber vielleicht trauen sich nicht alle da. Also von dem her fühlen sich ungehemmt. Ich mache das schon seit 11 Jahren und habe immer noch einen Job, von dem her keine Angst. Ja, genau da vorne und dann gleich da hinten. Es kommt noch ein Mikrofon. Merci. Stefan Rothenbühler. Ich finde das Votum von Herrn Nationalrat André sehr interessant, dass man flexibler, schlanker sein soll. Ich habe aus eigener Erfahrung erlebt, dass solange alles gut geht, hat man keine Probleme mit schlanken Prozessen. Wenn dann etwas in die Hosen geht, dann geht man auf die Verwaltung los, also auf die Beschaffungsstelle. Wie brauchen wir bei diesem Mechanismus eine Revision, dass man dann sagt, nein, die Verwaltung hat etwas versucht, wir bestrafen sie jetzt nicht. Oder wie muss man mit dieser Situation umgehen? Also ich antworte da
gerne. Ich bin wirklich ein vehementer Anti-Verwaltungsbasher, weil ich finde das so simpel, auf die Verwaltung herumklopfen, wenn irgendwas in die Hosen geht. Und ich habe das Gefühl, häufig ist der Reflex genauso. Was dazu führt, dass die Verwaltung die Vergabe oft auch irgendwie aus einer Angstposition heraus beschafft und irgendwie das Gefühl hat, irgendetwas falsch zu machen. Vielleicht auch noch ein paar Checksböckchen mehr macht, in der Hoffnung, dass es dann sicher irgendwie, also es wird wie zu stark festgezurrt, weil irgendwie beide Seiten, finde ich, in einer Position sind, die einfach nicht ganz komfortabel ist. Jetzt, mein Plädoyer für schlankere Prozesse ist natürlich in direktem Zusammenhang mit dem Vergabeobjekt zu sehen. Also eben einen schlanken Prozess für einen 20 Millionen Freihänder, denn das ist nicht das, wofür ich plädiere, aber vielleicht einen schlanken Prozess für unterschwellige Vergaben, für kleine Dinge, nehmen wir jetzt wieder, oder kleine Dinge, für kleine Einzelteile, die ein großes Ganzes machen. Wiederum, das Covid-Zertifikat ist ein gutes Beispiel, ist überschaubar. Das darf den Namen Projekt tragen. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende, wird ausgerollt. Und dann wird es betrieben, mittlerweile glücklicherweise abgestellt. Aber da sieht man irgendwo, wenn das Vergabeobjekt nicht epische Dimensionen annimmt, dann sind insgesamt die Risiken vermindert. Für die Vergabestelle, für den Anbieter, für die öffentliche Hand. Und wenn es dann eben idealerweise auf Technologien basiert, wo ich dann eben einen Anbieter habe, der da übernehmen kann, wenn es hier nicht weitergeht, also wenn es eben Open-Source-Komponenten sind, dann glaube ich, könnte man da überall ein bisschen Druck rausnehmen. Kleiner, offener, schlanker. Es gibt dazu noch ein zweites Thema, oder? Das sind ja auch betriebskulturelle Dinge, oder? Die Risikoaversion ist ja dem öffentlichen Sektor inhärent, oder? Und das Ergebnis ist, dass die Ermessensspielräume, die das Vergaberecht bereitstellt, nicht ausgeschöpft werden. Und das neue Recht ist ein klares Bekenntnis, dass wir nicht mehr diese Cover-My-Ass-Strategien für die Beschaffung wollen, sondern von der Sinnhaftigkeit her denkend die Ermessensspielräume ausschöpfen wollen. Der Vergabekulturwandel, das ist ja das Keyword, eine neue Vergabekultur, adressiert genau diesen Teil. Und nur wenn man das, was hier besprochen wurde, ist und diese betriebskulturelle Komponente zusammensieht, kriegen wir die neue Sicht der Dinge auf den Boden. Wie ich gehört habe, auch international gibt es ja auch Handlungsermessensspielräume. Also das sollte eigentlich nicht ein Problem des GPI sein, oder? Ja, gerade diese Schwellenwerte sind natürlich der Rahmen, wo man genau weiß, wo ist der Sandkasten unter den Schwellenwerten, wo man ein bisschen spielen kann, um's in Bildern auszudrücken und wo muss man wirklich aufpassen. Und da weiß man also, wir sehen das auch im Bereich E-Procurement zum Beispiel, elektronische Vergabe, viele Länder damit anfangen, neue Systeme unter den Schwellenwerten auszurollen, zu testen und dann zu gucken, was funktioniert auch für größere Vergaben zum Beispiel. Und da hat man also diesen Spielraum. Okay, vielen Dank für die Antworten. Ich gebe das Wort weiter zum nächsten Fragenden der Runde. Genau. Merci vielmals. Michael Marti, Institut Public Sector Transformation der Berner Fachhochschule. Was Marc jetzt gerade gesagt hat, knüpft ein wenig daran an, worauf ich hinaus will, diesen Vergabekulturwandel. Herr André, Sie haben gesagt, dieser Sandbox-Artikel des neuen MBAG, also vielleicht kurz zur Klärung, da haben für diejenigen, die jetzt nicht sehr vertraut sind mit diesem neuen Gesetz, da geht es einfach darum, temporär Rechtsgrundlagen zu modifizieren, um neue Sachen zu testen und dann zu schauen, hat das funktioniert oder nicht. Ich habe mich ziemlich intensiv damit beschäftigt und also ich bin auch ein großer Fan davon. Das nehme ich gleich vorweg. Ich habe einfach ein wenig die Befürchtung, der Artikel selbst wird noch nicht sehr viel ändern. Denn solange man in der Verwaltung eine Kultur hat, eine Cover-My-Ass-Kultur, wie vielleicht unsere Bundesverwaltungsrichter Stein sagen würde, ändert das noch nicht sehr viel.
Und meine Frage auch an die Politik ist, was unternehmen Sie, um diese Kultur zu ändern, um ja auch Fehlschläge zu tolerieren und Erfolge gebührend zu honorieren? Das ist genau das Stichwort. Ich tue an vorderster Front Werbung machen für schöne Beispiele aus der Verwaltung, weil das ist das, worauf wir aufbauen können. Stärken, Stärken, nicht die Schwächen. Die merzen wir aus durch die Stärken, durch die Verstärkung der Stärken. Kompliziert. Versteht ein bisschen, worauf ich hinaus will. Weil es macht einfach keinen Sinn, uns zu sehr mit alten Dingen, die schief laufen, ewig zu beschäftigen und die Wunden zu lecken. Schauen wir wirklich, was kriegen wir hin und wo können wir Dinge ableiten. Deshalb sind für mich die Themen jetzt wie das Covid-Zertifikat, die Swiss-Covid-App, ich denke auch und ich hoffe auch, die EID, positiv Beispiel. Die Verwaltung soll stolz sein, kann stolz sein, dass sie etwas hinkriegt. Weil ich hatte in den letzten Jahren, das war auch während der EID-Kampagne, fand ich wirklich bedenklich, wenn der Bundesrat hinsteht und sagt, wir können das nicht, wir wollen das nicht, das ist nicht unser Ding und die Privaten machen das besser. Hoheitliche Aufgaben im 21. Jahrhundert nicht digital wahrnehmen wollen. Ich fand das eine Bankrotterklärung. Ich arbeite mit meinen Vorträgen, mit meinen Voten dafür, hervorzuheben, was gut läuft und machen wir noch mehr und noch besser davon. Das ist mein Beitrag. Jetzt von der gesetzlichen Grundlage, ich glaube, die haben wir eben. Das Beschaffungsgesetz ist eine tolle Geschichte, das EMBAG ist eine tolle Geschichte. Kultur ist key. Und klar, das muss sich irgendwie ein bisschen entwickeln und ändern. Ich bin aber, wie gesagt, guter Dinge, dass wir echt auf einem guten Weg sind. Sehr gut, danke für dieses Statement. Ich schaue auf die Uhr. Eine letzte Frage können wir noch entgegennehmen? Gerne da vorne, oder? Ja. Jetzt da. Aber von dem her ist es ein spannendes Statement, eben auch, wie sich diese Zeiten ändern, weil das hat auch mit Insieme und so noch eine längere Vorgeschichte. Wir sind gespannt. Ja, hallo. Nathalie Schnelle von der SAP. Ich hoffe, dass ich gleich in der Kaffeepause nicht bombardiert werde mit Fragen zu den Preisen. Wir sind ganz friedlich. Ich glaube, ich bin noch die Einzige im Raum von meinen Kolleginnen. Ich habe eine Frage zum Thema Open Source. Und zwar haben Sie das teilweise dargestellt, als ob Open Source by default interoperabel wäre. Genau, ich sehe jetzt schon Ihre Reaktion. Und teilweise wird es auch so dargestellt, als ob große IT-Unternehmen das Gegenteil wären von Open Source. Das ist natürlich auch nicht der Fall. In Deutschland haben wir auch eine Covid-App entwickelt, komplett Open Source und auch andere unserer Projekte laufen Open Source. Wir fördern das Engagement der Mitarbeiterinnen auf GitHub, gehören dazu den Top-Contributern. Und haben eben auch die Erfahrung gemacht, dass es dazu führen kann bei Open-Source-Projekten, dass die Community aus irgendwelchen Gründen Interesse verliert oder überkomplexe Forks entstehen, die eben Interoperabilität schwieriger machen. Und ich frage mich, wie können wir in diesem Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft Prozesse schaffen, um zu gewährleisten, dass um eine langfristige Wartung von IT-Lösungen, die Open Source laufen, zu gewährleisten, gerade im Hinblick auf Cybersicherheit. Und mich würde interessieren, wo die politische Diskussion da gerade steht zu diesen praktischen Aspekten, um das wirklich langfristig machbar zu machen und nicht nur als schöne Idee. Wahrscheinlich schon vor allem an mich gerichtet, die Frage. Ja, also eben, Sie haben meinem Nicken schon ablesen können, nein, Open Source gleich nicht automatisch interoperabel, das sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge, da brauche ich ja, glaube ich, nicht stärker auszuführen, auch wenn ich das vielleicht nicht dermaßen klar gemacht habe. Und man muss auch sagen, Sie haben es selber gesagt, SAP selber auch, sind große Open Source Contributoren, wenn ich mal irgendwo die Schlagzeile gelesen habe, Microsoft sei insgesamt der größte Open Source Contributor weltweit. Ja, man kann sagen, Open Source hat an vielen Orten irgendwo gewonnen. Das Problem ist aber natürlich, dass sich unterdessen die Businessmodelle komplett geändert haben, eben und Service bezogen werden und nicht mehr Lizenzen und dass sich das Ganze irgendwie ein bisschen, dieses Gefüge verändert hat. Jetzt, was Sie ansprechen, dieses im Open Source kann passieren, das ist immer genau das Gleiche beim Proprietären. Also das passiert da auch und überdies Interessen einer großen IT-Firma wie SAP,
da sind wir dann ja auch irgendwie, da kommt SAP auf eine Idee und dann müssen wir, ich habe mitgestimmt und dieses Geld mitbeschlossen auszugeben, in der kürzester Zeit jetzt irgendwie umschalten, das hat geheißen, bis dann müsst ihr und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr irgendwie in der Hölle, gab dann noch 2 Jahre mehr Zeit. Also ich will nur sagen damit, also dieses, es kann ganz verschiedene Aspekte annehmen und ich würde da nicht Open Source gegen proprietär ausspielen wollen. Um was es mir geht, ist, dass wir handlungsfähig sein müssen in der öffentlichen Verwaltung, dass wir aber das auch wollen in der Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft. Und da kommen wir nicht darum herum, diese digitale Souveränität etwas beginnen auszubauen, zu bauen. Da spielen auch internationale Firmen eine Rolle. Auch da geht etwas im Cloud Computing, Trusted Cloud Computing. Es sind viele Elemente. Und ich bin da nicht so dogmatisch, dass es nur das eine oder das andere sein muss. Ich habe hier aber auch noch ein bisschen eben diesen KMU-Hut an, oder, wo es eben darum geht, die kleinen Elemente, die Fachapplikationen, all diese Dinge, die da gemacht werden und beschafft werden. Und da sehe ich doch schon ein großes Potenzial für diejenigen, die ich promoted habe. Bezüglich Interoperabilität. Technische Probleme. Ist nicht Open Source. Ja, noch bezüglich der Interoperabilität, also die Kommissionsmotion, die das Parlament verabschiedet hat, bezüglich API First, war auch etwas im Nachgang zu der SAP-Beschaffung zu lesen. Also das ist in dem Rahmen dieser Diskussion eigentlich entstanden, weil das Parlament möchte, dass wir uns künftig mit mehr Optionen ausstatten und Dinge einzeln ausgetauscht werden können. Auch ein einzelnes SAP-Modul. Das ist ein bisschen die Strategie dahinter. Ohne gegen Sie spielen zu wollen, Sie spielen eine ganz wichtige Rolle. Die Bundesverwaltung würde nicht laufen, ich hätte wahrscheinlich keine Lohnüberweisung vom Parlament, was weiß ich, was da alles damit getan wird. Also von daher sind wir auch mal dankbar für SAP. Gut, ja, es ist noch ein persönliches Abschlussvotum. Vielen Dank für die Fragen, für die Antworten, für die Einblicke in die verschiedenen Welten, in die internationale Rechtssituation, in die Technologien, in die Schweizer Welt. Ganz herzlichen Dank. Nochmal Applaus für die PanelistInnen. Gut, jetzt haben wir den ersten Teil der IT-Beschaffungskonferenz schon fast hinter uns. Ich erlaube mir noch kurz an dieser Stelle ein paar Dinge zu zeigen, was uns als nächstes erwartet. Und dazu ganz kurz mal schauen, welche Slides wir da brauchen. Genau. Hier an dieser Stelle ganz kurz noch ein Hinweis. Wer organisiert das Ganze hier heute Morgen? Das ist nämlich diese Fachgruppe Public Procurement Institute Public Sector Transformation. Einerseits Mark Steiner haben Sie schon gehört. Andererseits wird heute Nachmittag dann auch unsere neue Professorin im Tenure-Track, Rika Koch, auftreten. Da freuen wir uns besonders, den ersten öffentlichen Auftritt von dir zu sehen. Und Lara Biel ist zum Glück schon lange dabei, hat Erfahrung im IT-Beschaffungsmanagement, nämlich in Veranstaltungen, in CAS und Konferenzmanagement. Und ganz neu dürfen wir dann auch ab September auch noch ein nicht unbekanntes Gesicht, Jennifer De Capitani, begrüßen bei uns im Team. Sie ist langjährige Dozentin in unseren CAS und bekannt unter anderem mit einem Tabuspiel im Beschaffungswesen. Genau. Können Sie sich in der Pause fragen, was das genau ist, wenn Sie das noch nicht kennen. Gut, was machen wir eben unter anderem? Dienstleistungen, Projekte in diesem Bereich Public Procurement, Forschungsprojekte, Lehre. Und hier an dieser Stelle eben noch ein wichtiger Hinweis. Auch an dieser Beschaffungstagung 2000 und, keine Ahnung, 15 oder wahrscheinlich nicht 13 entstanden, die Idee, dass man eine CAS zum Thema öffentliche Beschaffung bietet. Und das ist nämlich der CAS öffentliche Beschaffung, den wir anbieten an der Berner Fachhochschule. Ergänzt mit dem CAS Technologiebeschaffung, wo es eben genau um diese Fragen geht, die wir heute besprochen haben. Sourcing-Fragen, Cloud-Themen, Abhängigkeiten. Der CAS startet erstmals jetzt im November. Es hat noch freie Plätze. Und nach die Beschaffungs-Roundtables, auch da haben wir ein Format gefunden, das funktioniert. Die nächsten sind nämlich schon ausverkauft.
ausgebucht, aber das ist in dem Sinne auch, es gibt noch weitere Anlässe. Und noch ein weiteres Baby aus dieser Beschaffungsforschung, entstanden über ein Projekt zu nachhaltiger Beschaffung, das IntelliProcure. Ich habe schon ein paar Zahlen zitiert. Hier bieten wir einerseits eben die Analysen an von Daten, dass wir zeigen können, eben welche Firma hat wie viele Aufträge, dank Freihändler zum Beispiel, gewonnen. Immer spannend. Oder welches Bundesamt gibt wie viele Aufträge mit Freihändler weg. Aber was noch spannender ist, fast zusätzlich, sind diese über 34.000 Ausschreibungen, von denen wir sämtliche Unterlagen haben. Sie können sich das mal anschauen auf intelliprocure.ch. Gut, jetzt geht es dann gleich weiter. Wie gesagt, nach der Pause, wo Sie sich gerne nochmal austauschen können mit den Speakers und den weiteren Teilnehmenden, werden wir dann in die Sessions starten. Die Sessions sind nämlich klassischerweise dort, wo man sich dann eben fokussieren kann auf gewisse Themen. Ganz spannend, heute beispielsweise Cloud-Beschaffungen, aktuelles Thema. Da wird uns Erika Dubach von der DTI die neuesten Learnings aus der Public Cloud-Beschaffung des Bundes präsentieren, moderiert von Daniel Markwalder. Aber wir haben noch ganz weitere, vier weitere spannende Sessions zu Agilität in der Beschaffung, zu digitaler Nachhaltigkeit, Inklusion in der digitalen Welt, zu Nachhaltigkeitsnachweis in der Beschaffung, also wie kann man das tatsächlich messen, und insbesondere auch zum Thema Beschaffungsrecht. Da haben wir verschiedene RechtsspezialistInnen dabei und die werden uns die neuesten SpezialistInnen-Themen vorstellen dazu. Das ist das Vormittagsprogramm. Sie können dann selbstständig in die Pause wechseln, in das Mittagessen, und die da eben auch noch Food for Thought über den Mittag haben möchten, empfehle ich sehr die interaktive Session Ask a Lawyer, moderiert durch Wolfgang Straub und flankiert von Christoph Jäger und Julia Bend, zwei weitere Fachspezialisten, und die geben Ihnen da gratis Antwort, wo sonst nur sehr teure Anwälte eine Antwort wissen. Und nein, es ist also wirklich sehr spannend, interaktiv und sehr offline, also Sie können auch sehr indiskrete Fragen stellen. Fachsessions am Nachmittag, ab 2 Uhr geht es dann weiter in den verschiedenen Räumen, auch hier wieder, die Räume sind angeschrieben oder in der App oder an den Räumen ausgeschildert. Risikomanagement, wie können Sie Problemfälle eben verhindern, welche Checkboxes braucht es noch oder welche braucht es eben vielleicht nicht. Nachhaltigkeit in der Beschaffung, Marc Steiner wird da ein weiteres Mal eine spannende Fachsession zu Nachhaltigkeit, insbesondere bei IT-Beschaffungen, moderieren. Die ICT-Praxis, hier wie gesagt, was macht man im Alltag? Und last but not least, in Building Information Modeling, ein Thema, wo eben die Digitalisierung im Bauwesen Einzug hält und dort entsprechend neue Trends sich entwickeln. Ja, und dann nach der Nachmittagspause geht es nochmal in den Endspurt, Plenumsreferat, eben, wir haben es schon gehört, Make or Buy, Make and Buy. Bundesamt für Statistik stellt das neue Data Science und AI Zentrum vor und wir diskutieren die Frage, macht das Sinn, dass die Verwaltung jetzt eine eigene Beratungsstelle zu Digitalisierungs- oder Data-Themen hat, und das werden wir dann eben diskutieren im Anschluss noch mit weiteren Teilnehmenden. Ja, von dem her freut es mich sehr, dass Sie heute da sind. Wie gesagt, informieren Sie sich an unserem Informationsstand. Catering kriegen Sie draußen, die dein Lunchbag bestellt haben für die Ask Lawyer, die dürfen den abholen, die anderen nicht, eben nicht, dass sie den anderen das Essen wegnehmen, bitte sehr. Das ist wichtig, sonst gibt es ein Durcheinander. Und wenn Sie Fragen haben, wir haben rote Bändelis, die mal mitarbeiten, und ja, ich muss meines noch anziehen, dann können Sie uns fragen, genau. Sonst noch Fragen? Keine? Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Pause und bis am Nachmittag.